Uschi, guten Morgen, Lotte. Ein wundervoller Tag, oder? Die gestrige Nachricht sorgt beim gesamten Team nach wie vor für gute Laune. Nun können sich alle auf den Umbau der 7 Zimmer und den Flur konzentrieren. Der Aufwand bleibt immens. Hoffen wir mal, dass von nun an keine bösen Entdeckungen mehr folgen werden. Wenige Kilometer von der Baustelle entfernt sind Ilona und Tochter Amy auf dem Weg ins Einkaufscenter. Während Amy mit Eva schöne Dinge für das neue Zuhause aussuchen darf, wartet auf die 39-jährige Mama ein entspanntes Kaffeekränzchen mit Glücksbote Peter. Freut ihr schon ein bisschen aufs Haus? Total. Total aufgeregt. Und ja, kann ich gar nicht beschreiben. Total. Ich freue mich auf alles, egal drumherum. Das ist doch schön. Wie war das in der letzten Zeit mit Amy? Wenn sie gerade so vor Operationen oder wie muss ich mir das vorstellen bei den Operationen? Was sind das für Operationen? Ja, also das ist so, wir fahren nach Berlin ins Krankenhaus und dann kommen dann amerikanische Spezialisten dahin und die operieren die Kleine dann. Ist der Tumor dann weg? Nein. Also gesund wird sie nicht. Also das ist unheilbar. Wir werden immer wieder nach Berlin fahren müssen und ja, das wird uns wohl das Leben lang begleiten. Ja, da muss man erstmal mit klarkommen und auch mit leben. Ja. Ne? Ich sag mal, wenn ich sie ja gesehen habe, ob das jetzt auf dem Sommerfest oder halt auch hier, man ist ja schon ein lebenslustiges Kind. Ja, Gott sei Dank. Ja. Spielen am Springen und ja. Ja. Also man sieht ihr wirklich nicht an, was sie schon durch hat. Ne? Mhm. Also sie hat jetzt mit MRT hat sie ihre 27. Vollnarkose bekommen. Und das ist schon für ein 7-jähriges Mädchen verdammt viel. Ja. Ne? Also. Definitiv. Ja. Wie geht's dir jetzt überhaupt? Ja, also im Moment geht es mir eigentlich ganz gut. Bin natürlich auch abgelenkt, weil zu Hause im Club da ist, ganz klar. Normalerweise geht es mir nicht so gut vor den OPs. Gab auch andere Zeiten, da ging es mir gar nicht gut. Gerade so nach den Operationen ist es eigentlich immer am schlimmsten. Aber ist ja nicht so. Ist ja immer wieder und... Jetzt ist ja schon meine große Last genommen. Ne? Wenn man die Freude sieht, die auch irgendwie eigentlich verbreitet. Bei Ilona ist es so, dass sie die Stärke nach außen hin tragen muss für ihre Kinder, für ihre Familie. Und das ist natürlich sehr, sehr hart auch für sie, das Leid zu sehen mit ihrer eigenen Tochter. Und wer hat schon gerne kranke Kinder? Man will ja immer gesunde Kinder haben. Und ja, da hat das Schicksal ziemlich hart zugeschlagen. In der Zwischenzeit ist bei unseren beiden Mädels der Einkauf sehr fröhlich und erfolgreich verlaufen. Amy hat gemeinsam mit Eva viele schöne Dinge für alle Räume ausgesucht und freut sich, in wenigen Tagen das Endergebnis zu sehen. Von einem zufriedenstellenden Endergebnis sind diese Räume noch weit entfernt. Doch es geht voran. Diesen Boden, den ich jetzt hier mit der Nivelliermasse präpariere, den müssen wir natürlich ein bisschen Zeit geben. Das Aushärten, das ist Nivelliermasse, die ziemlich wenig Zeit braucht, in unserem Fall von Vorteil. 3 Stunden, dann ist die Sache durchgehärtet, sagt der Hersteller. Wir geben ihm eine ganze Nacht und morgen früh können wir hier neu ansetzen und weitermachen. Auch der Küchenaufbau muss noch heute erfolgen. Die zukünftige Traumküche bietet endlich genügend Platz für die gesamte Familie. Dafür machen Sven und Markus gerne Überstunden. Wir haben mit den Überstunden am 5. Bautag angefangen. Und das wird sich so ziehen bis an den Finaltag sicherlich. Also wir werden auch den Finaltag hier ein wenig anders erleben als die sonstigen Finaltage. Wir werden an diesem letzten Tag doch noch wesentlich mehr bauen müssen, als wir es sonst so gewohnt sind. Der 5. Tag geht zu Ende. Es ist viel passiert heute. Oben ist der Trockenbau abgeschlossen. Hier unten sind die ersten Küchenmöbel drin. Es wird heute noch etwas länger gehen, aber für euch ist erst nur Feierabend. Tag 6 in Etzbach. Heute steht der Türeinbaumarathon auf